Isu ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu wohin genau weiterentwickeln. Isu ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, welches hellblau erscheint. Es besitzt zwei kurze Beine und zwei lange, ohrenartige Arme ohne Finger. Auf dem Kopf befindet sich eine bollenartige Knolle. Das Hinterteil schmückt ein schwarzer Schwanz, welcher am Ende einen weißen Kreis mit Punkten in der Mitte besitzt. Sein Gesicht besteht aus zwei Augen, welche das Pokémon stets geschlossen hält und einem stets zu einem breiten Grinsen geöffneten Mund. In der Shiny-Form ist der himmelblaue Körperbereich rosa gefärbt. Isu ist ein im Angriff schwaches Pokémon, welches jedoch eine verhältnismäßig gesehen sehr hohe Anzahl an Kraftpunkten aufweist. Es erlernt hauptsächlich Statusattacken. Die meisten Isu besitzen die Fähigkeit Wegsperre, welche verhindert, dass Gegner aus dem Kampf fliehen oder in den Pokéball zurückgerufen werden. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Telepathie, welche es Pokémon in Mehrfachkämpfen ermöglicht, Angriffen des Partners auszuweichen, wenn diese ihm Schaden zufügen würden. Isu leben in Rudeln. Diese treffen sich in Mondnächten, um sich gegenseitig zu quetschen und anzurempeln, da sie dadurch an Ausdauer gewinnen, wirkungsvolle Gegenangriffe trainieren und stärker werden können. Isu schlafen auf engem Raum in Höhlen und treffen sich gerne in Obstgärten, da der süße Geruch sie anlockt. Diese Pokémon lieben Süßspeisen. Isus Gesicht wird stets durch ein breites, fröhliches Lächeln geziert. Ob es wütend ist, erkennt man dadurch, dass es mit seinem Schweif auf den Boden schlägt. Dabei stellt Isu die erste Stufe der zweistufigen Entwicklungsreihe dar. Es kann sich zu wohin genau weiterentwickeln. Isu gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um ein Isu zu züchten, muss seine Weiterentwicklung wohin genau, welches in die Pension gegeben wird, das Item Lachsrauch tragen. Die Entwicklung von Isu zu wohin genau würde dann auf Level 15 ausgelöst werden. Die blaue Farbe, das fröhliche Gesicht und der schwarze Schweif stellen die Hauptcharakteristika dieses Pokémon dar und bleiben in beiden Entwicklungsstufen beibehalten. Ebenso haben sowohl Isu als auch wohin genau Arme mit rechteckiger Gestalt. Durch die Entwicklung wird das Pokémon doppelt so groß und doppelt so schwer. Hierbei wird der Oberkörper deutlich größer und der Übergang zum Kopf nahtlos. Die Arme, welche vorher direkt neben den Augen wuchsen, befinden sich nun am oberen Teil des Oberkörpers. Aus zwei Beinen werden vier und die Wölbung an Isus Stirn ist bei der Weiterentwicklung nur am Hinterkopf zu finden. Auf Isus Schweif war eine weiße kreisförmige Färbung zu finden, auf dem von wohin genau gibt es hiervon zwei. Und mit seinem Typen Psycho nimmt es halben Schaden gegen Kampf- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.